Die Leute werden verarmen in einer Masse, wie wir uns jetzt das wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen können. Lass mich was Ökonomisches sagen. Ich glaube, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir eine ziemlich starke Inflation sehen. Und ich glaube, den Hauptgrund kommuniziert man im Moment nicht so richtig. Es gibt viele Gründe. Der Krieg natürlich, die Energiekrise, was wir mit Corona erlebt haben. Natürlich meckern wir alle an der Europäischen Zentralbank rum, dass sie alle Probleme versucht zu lösen, indem sie mehr Geld druckt. Und das hat noch immer zu einer starken Inflation geführt. Aber der Hauptgrund, warum wir wirklich über Jahre eine starke Inflation sehen werden, ist das sogenannte Decoupling. Das nämlich von Trump begonnen, von Biden aber fortgeführt und auch von den Europäern. Wir jetzt sagen, wir müssen uns von den Russen entkoppeln. Wir müssen uns von den Chinesen entkoppeln. Was da passiert ist, die Lieferketten werden zerstört. Weil man sagt, das hat Trump gemacht, America first. Der hat dann gesagt, das war ja America first, bedeutet ja, alles soll in Amerika hergestellt werden, was die Amerikaner verbrauchen. Das Gleiche machen jetzt die Europäer. Alles soll hier hergestellt werden. Wir sollen nicht mehr abhängig sein von China. Wir wollen auch die Chinesen nicht mehr schlauer machen als nötig, weil am Ende werden sie dann nur die Welt regieren mit der Schlauheit, die sie von uns gelernt haben. Ich will das alles gar nicht bewerten. Darum geht es mir gar nicht. Ich sage euch nur, was passiert. Es passiert ein Decoupling. Das bedeutet, wir werden am Ende Produkte haben, die sind ökologischer, also umweltfreundlicher, denn was in China hergestellt wird, da kräht keiner nach Ökologie. Die werden sozialer sein. Die werden also nicht mehr von irgendwelchen Menschen hergestellt, die dann zu wenig Geld verdienen daran. Die werden nationaler sein, weil sie hier hergestellt werden. Und das bedeutet, sie werden so teuer sein, wie wir es uns in den kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Das bedeutet, wir werden eine Inflation. Ich hab keine Kristallkugel, ich kann nicht in die Zukunft gucken. Ich sehe die Fakten und wenn der Menschheit keine Lösung einfällt, wird das kommen, was ich jetzt sage. Dann werden wir eine unfassbare Inflation sehen. Wir werden zwar uns auf die Schulter klopfen können und werden sagen, ist ökologisch, ist national, ist sozial, nur die Leute werden verarmen in einer Masse, wie wir uns jetzt das wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen können, weil diese Produkte einfach nicht mehr bezahlbar sind, weil die Lieferketten zerstört werden. Ich persönlich sehe die Gefahren von Globalismus, bin aber ein großer Freund davon. Und wir sehen jetzt zum ersten Mal in der Geschichte, seit wir leben, dass gegen Globalisierung gearbeitet wird. Vorher war es immer versuchen, sich anzunähern. Jetzt arbeitet man dagegen. Und nochmal, ich muss das gar nicht bewerten. Ich will euch nur sagen, das ist der Inflationstreiber Nummer eins, den wir jetzt noch gar nicht sehen. Und da gibt es auch keine Lösung für, außer dass die Dinge unfassbar teuer werden. Bedeutet für dich, stell dich auf die Inflation ein. Die kommen wird höchstwahrscheinlich, also höher als wir sie jetzt haben, in den realen Werten. Lerne zu investieren in Sachwerte und sag nicht, ich habe nur 10.000 Euro oder ich habe nur 50.000 oder nur 5, sondern lerne das Geld, was du hast, so zu investieren, dass du es inflationsfest machst. Und lerne dein Business so aufzustellen, dass du mit Inflation klarkommst, aber nicht in dem Sinne, dass du sagst, ich schaffe es trotz der Inflation, sondern ich schaffe es wegen der Inflation besonders weit nach oben. Wir haben, wenn wir denken können, die größte Chance für Businesses, Unternehmer, die wir, seit wir denken können, haben.